Herzlich willkommen. Heute möchte ich dir zeigen, wie du einen Text hinter ein Objekt einfügen kannst. Das geht super einfach. Ich zeige es dir jetzt auch schon direkt. Also, du fügst erstmal ein Bild hier in Photoshop ein. Dann nimmst du das und machst du eine Kopie draus. Ja, du ziehst das, zack, machst du jetzt schon eine Kopie. Ganz einfach. Dann gehst du hier rüber, wo die Magnete sind. Suchst jetzt einfach irgendeins aus, mit dem du am besten irgendwie arbeiten kannst. Dann gehst du hin und zoomst das Bild erstmal heran. Schiebst es so, wie du es brauchst. Entschuldige, jetzt nimmst du das Werkzeug, was du brauchst. Also erst zoomst du erst was heran, dann suchst du dir dein Lasso aus. Und jetzt musst du wissen, wo du deinen Text hinfügen willst. Obere Bereich, untere Bereich, da wo du ihn hinhaben willst. Ja, also ich sag mal, ich will ihn hier so in der Gegend haben. Also gehe ich hin und markiere mir jetzt mal grob den Bereich, wo ich das hinhaben möchte. Ja, ich weiß, es gibt verschiedene Varianten, wie man das alles machen kann. Ich zeige dir aber jetzt diese Variante und hoffe, dass du das dann so hinbekommst, wie du es gerne haben möchtest. Ja? So, wir ziehen rüber. Wenn du dann meinst, da soll es hin, hier eben eine Maske. Dann nimmst du den Text, schreibst du deinen Text jetzt hin. Ich schreibe mal Zugspitze, da wo das Shooting halt stattgefunden hat. Ich mache das jetzt extra ein bisschen größer. 150 habe ich mir jetzt einfach mal ausgesucht. Gehe jetzt hin und mache das Bild auch ein bisschen kleiner. Jetzt markiere ich mir das. Ah, Moment. Ja, markiere mir das. Wie funktioniert das? Du gehst oben auf den Text, dann gehst du auf Bearbeiten und dann frei transformieren. Ja, dann hast du das. Gibt natürlich auch jetzt hierfür eine Kürzel. Da siehst du immer die Kürzel, die da sind. Und dann kannst du den Text jetzt hier so verschieben, wie du lustig bist. Ja? Ich denke mir, der Text sollte dahin. Da sieht er ziemlich cool aus. Dann nehme ich den Text, der hier ist, und schiebe ihn einfach da drunter. Jetzt muss ich wieder etwas frei transformieren und ich muss ein bisschen hoch machen, weil ich habe ja nur bis hierhin ausgeschnitten. Jetzt seht ihr, ich gehe runter, wo ich nicht ausgeschnitten habe und dann ist das Objekt nicht mehr vor der Person. Also es ist nur da vor der Person oder vor dem Objekt, was du ausgeschnitten hast. Ja? Und das war es eigentlich schon gewesen. Jetzt Enter drücken, jetzt ist der Text vor der Person oder dem Objekt. Ja. So kannst du viele Spielereien machen, dein eigenes Kinoplakat machen oder was auch immer du Lust hast, da zu machen. Es ist recht einfach. Ich habe es dir sehr einfach jetzt erklärt. Du tust dann bitte hier sauber ausschneiden, dass es auch alles so cool aussieht, wie du es gerne hättest. Bis dann. Ciao, ciao.